Also ganz normalen Diesel fahren, als wird der überhaupt keinen Turbo haben. Viel glatter geworden, auch dieser Einbruch hier. 500.000 ist ja fast gelaufen. So, so muss das Ding raus. Ibo! Heute läuft's hier aber. Schlüssel nicht erkannt. Ibo, weißt du, wo der Schlüssel ist? Dankeschön. Willkommen bei den Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um unseren... Ich habe ja gesagt, der Motor läuft ja super. Daraufhin waren wir bei Mitje, haben gemessen. Anstatt 150 haben wir 154. Also ist er ja voll im Saft. Obwohl ich das Gefühl hatte, der hat nicht gut gezogen. Wobei, wir haben ja jetzt Getriebespülung gemacht. Man merkt jetzt auch seine PS an, diese 150 PS, die er hat. Weil die Motoren werden ja echt gebaut von, weiß ich, 116 PS bis 240 PS. Die blaue Linie ist unsere PS-Linie und die rote unsere Newton-Linie. Und achtet mal, ab ja bei 3200, sag ich mal, erreichen wir unsere volle Leistung. Und dann sieht man, der geht nichts mehr nach oben oder nach unten. Der ist nur noch gerade. Bis 4500 fast. Da sieht man, wie der abgeriegelt ist. Das ist Wahnsinn. Hier sind sehr viele Sachen, die wir geholt haben. Hier Diffuser. Wir haben hier zum Beispiel, ihr seht das schon. Der ein oder andere erkennt das vielleicht, was das ist. Dann haben wir hier nochmal Sachen. Stoßstange hinten, Stoßstange vorne, die neuen Scheinwerfer, das sind Facelift-Scheinwerfer, Rücklichter vom Facelift, hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Also, wir werden den ja komplett auf Facelift umbauen. Jede Menge Ersatzteile, was wir noch einbauen werden. Achtet. Bam. Festgezogen. Geil. Feier ich. Lackieren oder folieren, das werden wir noch entscheiden. Wir werden den ja komplett umbauen. Und wenn wir so weit sind, dass wir den umbauen, dann können wir den Wagen so gut wie gar nicht mehr bewegen. Das heißt, der wird sehr, sehr lange stehen. Wir werden sehr viele Karosseriearbeiten machen. Karosserie bin ich null. Und das Geile wird ja sein, ich werde hier sehr viel selber machen. Natürlich wird vielleicht der eine oder andere mir helfen. Vielleicht guckt das ja auch ein Karosseriebauer. Der kann mir natürlich auch dabei behilflich sein, würde ich nicht nein sagen. Das ist echt eine schöne Farbe. Ich liebe ja Graumatt, ne? Aber das war hässlich, dieses Grüne. Ach, ey, wie kann man so einen Wagen grün machen? Also ehrlich, tut mir leid. Über Geschmack kann man sich streiten. Der eine mag vielleicht dieses Grau-Matt nicht. Ich feiere es. Und das ist ja gut, wenn es denen gefällt, der das gemacht hat. Ist doch schön. Mitje hat uns heute gerufen. Mitje meint, komm vorbei, bring Zeit mit. Oder sogar das Auto muss da bleiben. Weil bei diesem Auto einfach mal Chip-Tuning machen. Ist nicht. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Das wird uns mit dir auf jeden Fall gleich verraten. Stimmt eigentlich. Mach doch mal Sport, Kollege. Ja, guck mal, zack. Jetzt schaltet der richtig schön runter. Das finde ich gut. Bei den 9G-Getriebe muss man, glaube ich, innerorts schon manchmal echt Sport fahren, weil ihr fährt 50 teilweise und dann habt ihr den sechsten Gang. Heißt bei denen 50, ihr seid ungefähr bei 1100 Umdrehungen. Und dann kommt so ein Berg hoch, ja, dann merkst du einfach mal, ey, der hat null Power. Der braucht jetzt so ein bisschen, bis er nach oben kommt, so. Obwohl wir mit Sport fahren, haben wir jetzt den vierten Gang. 60, ja, so ist doch gut. Jetzt zieht er auch mal bis 2000 Umdrehungen. Und wenn wir dann ein bisschen Gas geben, dann ist er auch sofort da. Ja, so ist es auch besser, ehrlich. Verbrauch, unglaublich. Wenn ihr hier einfach mal langsam fährt, der verbraucht gar nicht das Auto. Das finde ich schon krass. Also Berg hoch, fünfte Gang. Das meine ich jetzt. Wir sind jetzt 60, fünfte Gang. Jetzt muss ich Gas geben. Jetzt schaltet der runter. Ich sollte was halten. Ich habe hier eine Reichweite von 132 Kilometer und Reserve. Ich werde jetzt einfach mal für ein paar Euro tanken und dann achtet mal, was für eine Reichweite wir danach haben. Für 30 Euro getankt, das sind 20 Liter und haben 450 Kilometer Reichweite. Ihr seht ja auch, der verbraucht so 5 Liter in der Stadt. Die 154 PS, die sind lahm. Also das ist echt so, also ganz normalen Diesel fahren, als würde der überhaupt kein Turbo haben. So fühlt sich dieses Auto an. Ist der so runtergedrosselt. So, werden wir heute alles sehen. Ab zu Mitje. Cappuccino, so wie du wolltest. Ist das der obere oder was? Cappuccino? Beides Cappuccino. Ah, oh, fantastisch. Weißt du, das kann ich mir nicht merken, deswegen hole ich immer beides gleich da.
Du hast gesagt, Jonas, bei denen geht das jetzt nicht so, wie wir es kennen. Irgendwie Steuergerät überspielen oder so, aber erzähl du das. Ich sag mal, bei manchen Autos, dann machst du halt nur das Motorsteuergerät, bei Handschaltern sowieso. Dann bei Automatik hast du auch schon mitgekriegt, macht man manchmal oder zum Teil halt auch das Getriebe mit. Ja. Und hier kommt jetzt auch noch ein drittes Steuergerät dazu. Gibt es bei den Mercedes noch ein Antriebsstrangsteuergerät? Den Powertrain, das ist im Prinzip das Ding, das habe ich ja auch schon besorgt. Ist die Frage, was macht das überhaupt? Ne? Mhm. Es überwacht und steuert den Antriebsstrang, unter anderem auch das Drehmoment. Ne? Also wenn ich mir jetzt das anschaue, dann würde ich sagen, das ist ein Getriebesteuergerät. Aber was ist das? Das Gehäuse wird auch wahrscheinlich gar nicht so groß abweichen. Es gibt auch noch andere Steuergeräte, vielleicht bei dir im Auto auch. Das sieht 1:1 genauso aus, ja, und sitzt sogar vor diesem Steuergerät. Mhm. Okay, aber warum brauchen wir dann ein neues Steuergerät? Ja, weil es aktuell so ist, im Prinzip, die meisten können daran gar nichts machen. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, das zu beschreiben und zu patchen, aber nur, wenn es neu ist. Jetzt, wenn es einmal angelernt war, wie in deinem Fall. Ja, das ist ein originales Steuergerät, genau, sehe ich ja. Das heißt, der ist ja schon Software drauf, oder nicht? Nee, das ist ohne. Ach, das ist ohne Software? Genau, das wird also beim Einbau und Anlernen erst geflasht, also auf den richtigen Softwarestand zugehörig zu dem Auto. Weil du musst dir vorstellen, das ist in allen Fahrzeugen das Gleiche, egal ob du jetzt, keine Ahnung, eine AMG GT fährst oder eine E-Klasse. Das Steuergerät ist das Gleiche. Hat das natürlich auch unterschiedliche Aufgaben und Voraussetzungen, also was das Drehmoment und so weiter angeht. Ja. Und was darüber halt noch geregelt wird, ist zum Beispiel, in deinem Fall ist das jetzt nicht so, aber bei AMGs oder so, die Abgasklappen, Kühlungspumpen, also für Kühlmittel, Ladeluft, Kühlmittel für die Motorkühlung und sowas. Das wird halt alles darüber gesteuert, nicht mehr über das Motorsteuergerät. Und das heißt, wenn wir wollen, dass das alles gut funktioniert, dann kommt man nicht darum, das auch mitzumachen. Okay. Die eigentliche Leistungssteigerung läuft nach wie vor noch über das Motorsteuergerät. Auch in dieser Drehmomentkalibrierung so lassen will und dann nicht irgendwas verbiegen will oder so. Und das richtige Drehmoment auch übermittelt wird, dass das alles so funktioniert, wie das ab Werk vorgesehen ist. Dann muss man das auch mitmachen, weil sonst kriegt das die Information. Keine Ahnung, kommen jetzt 1000 Newtonmeter. Ja. Das ist natürlich übertrieben, aber. Und dann sagt das Steuergerät, nee, 360 maximal. Ja. Und dann gibt es die Meldung zurück, gibt im Moment eine Reduktion und das fährt wieder im Prinzip wie Serie. Also, das heißt, wenn wir eine normale Leistungssteigerung jetzt machen würden, dann würde der, also so wie man es macht, also nichts verbogen oder so, wie das teilweise auch gemacht wird. Dann würde der mit der Zeit halt wieder langsamer werden und sich wahrscheinlich irgendwann wieder fahren wie Serie. Ja, wenn du das alles machen willst, dann musst du dieses dritte Steuergerät halt eben auch mitmachen. Ja. Es gibt ja bestimmte Arbeiten, die kannst du vernünftig machen und du kannst sie auch schnell machen. Mhm. So. Und wenn du weißt, wie es richtig geht und es kannst... Dann kannst du auch schnell machen. Genau. Ist doch so. Wenn du weißt, was du machen musst. Getriebesteuergerät wird bei dem auch programmiert. Ja. Gut, dass ich eine Spülung gemacht habe. Ich habe auch schon viele von den 9-Gang-Getrieben gespült und ich weiß, dass die auch so ein bisschen verrufen sind und die sind dann alle immer froh, wenn man das gespült hat. Aber das war ja bei dem schon so heftig, dass ich nicht gedacht hätte, dass das funktioniert. Ja, aber krass. Also bei mir, hast du auch selber gemerkt. Ja, also wer das Video anschaut, wo wir gemessen haben, hast du gesagt, Getriebe schlägt schon ganz komisch. Ne? Das hat hart geschlagen. Ja. Also, da hätte ich nicht gedacht, dass das noch hilft. Aber naja, so lernt man dazu. Davor habe ich ja gemerkt, der hat die Gänge nicht so richtig so. Also ich hatte nicht so viel Power gehabt. Ne? Aber danach habe ich so richtig Power. Aber so richtig. Dann machen wir nochmal eine Messung, also im Eingang einfach ganz normal Serie. Ja? Einfach nochmal übereinander legen, weil du kannst dich daran erinnern, beim letzten Mal, als wir auch so ein bisschen Probleme hatten im Getriebe, sah die Kurve ein bisschen einfach nur als Vergleich. Das wird sehen, wie es jetzt aussieht nach deiner... Oh, ob Getriebe, Spülung was gebracht hat. Ey, das ist ja geil. Bist du schon aufgeregt? Ich bin echt aufgeregt. Ich auch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wieso. Dass wir sagen, okay, Content, wir machen das jetzt. Nein, wir leben das. Und das ist ja geil. Dieses Feuer nachher, was wir dann leisten haben oder nicht. Es kann ja auch Schwierigkeiten geben. Klar, immer. Ja. Vor allen Dingen bei so einem Auto, was schon so viel gelaufen hat. Ne? Aber heute werden wir keine Schwierigkeiten haben. Ne? Ich bin mal gespannt, wie wir das Ganze machen. Was für eine Leistung rauskommt. Und was natürlich sehr, sehr interessant gleich wird. Weil ich habe ja das Gefühl, der hat jetzt mehr Leistung nach dem... Also was ist mehr Leistung? Also Drehmoment. Und das werden wir heute mal schauen. Wir werden jetzt sofort wieder eine Eingangsmessung machen. Gucken, was er jetzt für Leistung hat. Und ob Getriebenspülung echt was gebracht hat. Also das ist ja Wahnsinn. Jetzt geht's los. Und die Tiefe gefällt mir auch. Ich habe auch schon mal
die alte Messung hier wieder aufgemacht. Genau. Ja. Hier, und hier sieht man, ja, ne? Ab 3000 Umdrehung einfach eine gerade Linie. Ja. Auf ein neues. Und los. Hier musst du noch was korrigieren? Nee. Also was einem sofort auffällt, der hat ja zwischendurch, also nicht nur beim Schalten, das hast du vielleicht auf der Straße gar nicht gemerkt, aber auch zwischendurch so leicht geruckelt. Ja, ja. Ne? Das doch, habe ich gesagt im letzten Video. So 1500 hat er immer so geruckelt. Ich glaube, wo du recht hast, im unteren Drehzahlbereich, man kann es hier auch sehen. Ne? Ja, viel glatter geworden, auch dieser Einbruch hier. Das ist auch noch. Och, du Heilige, siehst du? Ist das auch. Und die sieht halt sauberer aus und ist insgesamt ein bisschen stärker geworden. Ja, und guck mal, wie stärker. Wir haben erstmal 3 PS mehr. Aber guck die Newton-Zahlen an. Diese 12 von, Newton, von Anfang, die merke ich. Das ist unglaublich. Jetzt stell dir mal vor, ist, wenn ihr 100 also, Newton habt. Daran merkt man das halt, wenn man mit den Leuten spricht und man sagt denen, was weiß ich, hier und da, da gibt es manchmal Autos, da geht halt nicht viel. Dann sagst du denen so 20, 30 Newtonmeter oder 20 PS, dann sagen die meisten, das merkt man nicht, ja, lohnt sich nicht. Das stimmt nicht. Du kannst sagen, von Anfang bis Ende Drehzahl überall stärker. Hier, und guck mal, hier merkst du ja zum Beispiel. Ja, ja, haben das wir nicht ist das, mehr. Was man gemerkt haben hat. Haben wir nicht auch mehr. Was können wir sagen? Getriebespülung machen, Leute. Ich weiß jetzt auch ein Extrembeispiel hier, klar, mit erste Ölwechsel im Prinzip nach 466.000. An den Extrembeispielen ja, kann man es immer am besten erkennen. Ja. So ist es. Das können wir schon mal abhaken. Mythos. Bringt Getriebespülung was? Ja, es bringt was. Und hier haben wir schwarz auf weiß. Also habe ich mich nicht geirrt. Diese Welle hier ist der Schaltvorgang in den sechsten Gang und diese Welle ist jetzt vom Start. Ansonsten ist das doch wie gemalt. Ist wie gemalt. Ist mal wie mit gemalt. Dir. Mach mal bitte wieder die letzte Messung, die wir gemacht haben. Guck mal bitte diesen Abstand an, bitte. Wie viel ist dazwischen? Jetzt da, von hier meinst genau, du? Genau, da haben wir 140 PS. Gerade und da haben wir 150, also 10 PS Unterschied. Da oben bitte an Newton, will ich mal sehen. Achso, das hier ist Drehmoment 316,7 zu 336,7. Boah. Also siehst du, das merkst du, diese 20 Newton. So teilweise, die du da hast. Also das finde ich echt heftig. Guck mal, das sieht aus wie gemalt jetzt. Ne? Ja, ich weiß, ihr fragt mich sehr, sehr oft, ob ich Getriebespülung mache. Und betriebmäßig sind wir so klein, wir können euch nicht allen da helfen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich mache ein Video über Getriebespülung. Da rufen 100 an nächsten Tag. Und das geht bei allem so. Ob ich Spureinstellung mache, das mache, dies mache. Wir haben diese Kapazität nicht. Aber ich kann euch eins sagen. Mit dir bietet auch Getriebespülung an. Also könnt ihr euch gerne bei ihm melden und er macht eine super Arbeit, kann ich euch nur sagen. Und er hat auch eine sehr gute Getriebespülgerät. Du hast den von Liquimolli, glaube ich. Ne? Ja, Liquimolli, das Male. Ja, aber Getriebespülung abgehakt, es bringt was. Weiter im Text zu dem Interessanten. Jetzt lesen wir einmal die Lernwerte aus, um das neue Steuergerät anlernen zu können. Softwarestand, genau. Dann bauen wir das über OBD. Also OBD. OBD, okay. Genau, ja. Kann ich schon mal den Fußraum? Ja, genau, das kannst du machen. Kann altes das Steuergerät muss ja später raus. Also nicht jetzt, während du ausliest. Genau, ne, aber du kannst das schon mal zugänglich machen. Ja. Das ist doch, das machst du doch mit links. Zeig dir mal ganz kurz. Das sitzt hier unten drin. Nimmst halt diese Leiste ab, ne, vorne den Teppich so weit hoch wie möglich. Dann brauchst du, da sind so ein paar Sechskant-Muttern, Zehner. Alles klar. Mit ihr liest er aus. Und das Ganze kommt dann hier drauf, auf sein, wie viele Monitoren willst du haben, mit dir sagt, ja, ja. Oder alle. So, ich habe jetzt ausgebaut, jetzt hole ich das Steuergerät, da ist das Steuergerät, das baue ich jetzt aus. Und ist easy, 2 Schrauben und dann kann man da mit 2 Klammern das Ding da rausholen, runterziehen und aus. So, mit dir baue ich jetzt aus. Ja, warte mal, Yunus. Was? Komm mal her. Was ist? Komm mal kurz her. Okay. Ist der schon gechippt worden, oder was? Wir haben den ja gerade ausgelesen, jetzt habe ich geguckt. Und da ist anscheinend noch, das ist ja, was ist das für ein Baujahr? 2017, 17. Ich, ne? Der hat hier tatsächlich einen Zoffverstand drauf, wo nur VMAX drin ist. Ne? Nur VMAX, was heißt das?
Dann können wir uns das theoretisch sparen, in dem Fall mit dem CPC-Steuergerät. Aha, also wird es im Endeffekt günstiger. Ja, wieder heute gespart. Ja. Dann können wir uns das hier sparen. Ach, das ist geil. Das heißt, wir können gleich direkt mit dem Motorsteuergerät weitermachen, auf Getriebe, und sparen uns das CPC hier. Also Drehmomentlimits und so weiter sollten hier noch nicht drin sein. Ja. Aha. Genau, das heißt, wir sparen uns das hier, aber für die meisten anderen W213-Fahrer und auch modernere C-Klassen und so, also erst kam es in der E-Klasse, dann C-Klasse und auch ja, später, ich sag mal, alle weiteren S-Klassen und sowas vor allem. Und dann brauchst du dieses Steuergerät. Dann braucht man die, ja. Okay. In den meisten Fällen schon. Ja. Okay. Würde ich sagen. Machen wir die Software drauf schon. Ja. Und ich brauche wieder zusammen. Ja, hättest du nicht vorher schauen können. Ja, was willst du machen, ne? Diesel. Ja, wieder wie beim letzten Mal. Mit dem Stecker direkt am Motorsteuergerät. Ne? Okay, dann müssen wir den wieder erstmal fixieren. Ach so, ja. Deswegen. Aber noch nicht hier? In das dafür vorgesehene Loch. So. Weißt du, jetzt weißt du, wofür das ist. Natürlich, das damit ist genau deswegen. Direkt der Besenstiel reinpasst. Kann ich unten verlinken. Mitty hat hier schon mal seinen Stecker dran gemacht. Das ist dieses hier. Hat er schon dran gemacht. Ja. Und dann hier schon mal. Jetzt können wir das auch beschreiben. Ich hätte ja schon was vorbereitet. Ne? Schreiben wir jetzt mal da rein. Ich habe da übrigens auch was mit der Öldruckerkennung und so gemacht. So ein paar Kleinigkeiten, die standardmäßig mit dabei sind. Und das heißt jetzt Version 1. Mhm. Und manchmal bleibt es nicht dabei. Manchmal ja, passiert alles Mögliche. Wir werden es gleich sehen. Schon erledigt. Schon erledigt. Also? Ja, jetzt stecken wir das Steuergerät wieder an. Ne? Und dann gucken wir, was passiert. Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät schon bearbeitet. Genau, ja. Muss man auch machen. Also in dem Fall zumindest. Ne? Ja. Muss man dazu sagen, weil manche denken immer, Getriebe muss man immer machen. Manche meinen, Getriebe muss man nie machen. Das kommt aufs Auto und auf das Getriebe an. Ne? Genau. Läuft noch. Also schon mal was, ne? Lüfter an, Krach. Das darf man natürlich nicht vergessen, es ist eine Testphase. Das heißt, er kontrolliert erstmal, wie der ist, was für eine Leistung, wie die Kurve ist. Und danach werden wir entscheiden, oder er wird entscheiden, ist super, muss doch hier nachgearbeitet werden. Es sind so viele Faktoren. Also erste Messung nach Software. Jetzt lassen wir noch ein klein bisschen wieder warm laufen. Das hat ja gerade auch einen Moment gedauert. Ne? Temperatur ist wieder da. Ich sag 200 PS! Du? Keine 200, runter. Unter 200. 30 PS mehr, aber fast. 400 Newton, wow! Das ist erstmal unser Ergebnis. Also wir haben jetzt gerade die Messung von eben als Referenz genommen. Die wie gemalt war. Ne? Ja. Und jetzt sehen wir hier, es ist stärker, 182 PS. Ne? Also das ist jetzt noch nicht das, wo wir hin wollten, aber es ist zumindest schon mal nicht komplett in die Hose gegangen. Sieht ganz gut aus, die Kurve sieht ähnlich gut aus. Wenn wir jetzt noch eine Messung machen, wird die auch wahrscheinlich wieder anders aussehen. Ja? Ja. Also er lernt ja auch noch ein bisschen Adaption. Das geht am Anfang relativ schnell, wird hinterher ein bisschen langsamer. Aber ja, das Ziel ist eigentlich, den noch etwas stärker zu bekommen. Vielleicht wird er auch in der zweiten Messung, also wir ändern jetzt nichts, wir machen erstmal eine zweite Messung und gucken, ja, wie das vielleicht, wenn er schon jetzt von der ersten Messung schon ein bisschen Adaption gelernt hat, wie die zweite Messung dann ausfällt. Ja. Haben wir 333 bei 2.500 Newton. 394. Wie viel? Nochmal. Hier ist wahrscheinlich der größte Unterschied, 326 zu ohne 396. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Ja.
Also für ein Fahrverhalten total. Du hast ja vorher, also die 10 Newtonmeter merkt man schon. Also klar ist das, du merkst, es wird jetzt nicht ein Rennwagen oder so, ne, ist jetzt nicht brutal schnell, aber man merkt es definitiv, natürlich, dass er mehr Kraft hat. Guck doch mal, wenn du hier 2000, ne, sagen wir mal 2000, wir haben 2000, haben wir PS 93. Hier haben wir schon 110 PS mehr. Unter 2000 Umdrehungen. Was haben wir da jetzt? 1970, ja. Ja, also stell dir mal vor, 110 PS. Hier haben wir vorher 320 Newton und zu fast 400, also ist Wahnsinn. Genau, das war ja mein Problem von unten rum, war ja tot bei mir. Ja, das ist schon nicht schlecht, da geht ein bisschen mehr. Mein Ziel waren jetzt eigentlich so ein bisschen über 400 Newtonmeter und so 190 PS ungefähr. Das wäre das Ziel gewesen, hätten wir das gesehen, hätte ich direkt gesagt, wir sind wahrscheinlich fertig, ne? Noch ein bisschen kontrollieren. Haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht, auch den Lok noch nicht angeguckt und so weiter, aber ja, so ist im Prinzip der Schritt. Hammer, Hammer. Also Stück ich bin jetzt schon zufrieden, aber du hast gesagt, das ist jetzt alles Low-Basis. Ja, du fängst erstmal klein an. Ja, ne? Ist ja richtig so. Vor allen Dingen bei so einem Auto, was ein bisschen was gelaufen hat, wenn du hier direkt im ersten Lauf All-In gehst, dann genau, also und da passt irgendwas nicht, dann 500.000 ist ja fast gelaufen, so nebenbei. Haben wir noch nie erwähnt. Kann ich aber jetzt. Ja. Ja gut, ja. Also du machst jetzt einfach mit der nochmal eine Messung? Genau, einfach jetzt nochmal gucken, wie es aussieht, in welche Richtung das geht. Ne? Es kann sein, dass es weniger wird, kann sein, dass es gleich bleibt, kann sein, dass es mehr wird. Okay. Genau das wollen wir jetzt erstmal sehen. Ne? Alles klar, dann bin ich mal gespannt, wie die zweite ist. Ist jetzt für das Auto ja auch das erste Mal. Ja. Ne? Und das ist schon gleich. Bei 2000. Wahnsinn. Davor hatten wir maximal Newton bei 3100. Hier. 3100. Das sind 336. Und jetzt haben wir maximal bei 2100 fast 400 Newton. Das ist krass. Wahnsinn. So. Ja. Super, alles gleich. Genau, jetzt sind wir hier, ist es relativ gleich, die Messung ist ziemlich gleich. Das heißt also, die Adaption hat hier erstmal nichts verändert, nichts groß. Also die Linien sind größtenteils übereinander. Aha. Spitzenwerte sind auch relativ gleich. Also schauen wir mal, dass wir vielleicht noch ein klein bisschen aufdrehen, oder? Hat einen riesen Turbolader, wusstet ihr das eigentlich? Weil darauf werden wir auch noch eingehen. Ja, die sind relativ groß für so einen 150 PS 2 Liter Diesel. Wahnsinn. Ne? Wie gut, hier brauchen wir wieder dein. Warte, bring mal ein Spezialwerkzeug. Was wärst du ohne mein Spezialwerkzeug? W213 Haubenhalter. Ja, jetzt. Zack, guck mal hier hin. Ganz, ganz wichtig mit dir, dass du den auch so hinstellst. Und da muss auch direkt drauf sein. Auch ganz wichtig. Jetzt ist die Prozedur hier natürlich immer wieder die gleiche. Immer wieder das Motorsteuergerät abklemmen. Oder dass man das Potenzial von dem Diesel halt schön ausnutzen kann. Ja. Also jetzt würde ich mit dir auf jeden Fall nicht mehr ansprechen, weil mit dir, ihr seht, er hat seine Felder, er bearbeitet was. Und das ist so eine Sache, macht man da was falsch, ist man nicht glücklich danach. Deswegen, wir lassen dich jetzt echt in Ruhe. Ja, ich sowieso nicht. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ja, ja, also das weiß ich auch. Wenn er jetzt sehr lange überlegt, dann weißt du Bescheid. Dann weiß ich schon manchmal gar nicht mehr, was ich sagen wollte oder was. Ja. Deswegen, lass den jetzt erarbeitet und da will er jetzt mal nicht gestört werden. Und ja, wir hören uns dann gleich. Ja, wir haben nochmal was zusammengebastelt. Von allem ein bisschen mehr. Okay. Wenn wir da jetzt nichts übersehen haben und das alles ordentlich läuft, dann sollten wir jetzt auch ein bisschen mehr sehen. Ja, macht ja wieder alles drauf. Ja, ich wollte gerade schon starten, weil wir gequatscht haben. Echt? Und ohne Stecker ist natürlich schwierig, ne? Ja, kannst du ja mal versuchen. Vielleicht startet der ja. WLAN, ja. Deutlich mehr Leistung. Deutlich mehr. Habt ihr das gesehen wieder? Wow! Oh mein Gott.
Was meinst du? Wir machen direkt noch die zweite Messung hintereinander. Sofort? Ja, genau. Gucken, ob das so bleibt oder ob es sich noch verändert. Okay. Ja. Ist gleich geblieben. Von? 10 PS mehr und gute 20 Minuten. Krass. Ich gucke mir gerade noch einmal kurz den Look an. Ah, du guckst dir an, wie die Abgaswerte und so waren. Das hast du ja aufgezeigt. Ja, ja, genau, aber wir sind jetzt noch weit weg von dem, wo es irgendwie kritisch wird. Ja, was heißt kritisch? Kannst du uns ungefähr eine Zahl sagen, was wir jetzt ungefähr, also was haben wir Peak an Abgastemperaturen erreicht? Im Peak 750 Grad. Jetzt 750? Das ist ja nichts. Genau, aber was mir auffällt, ist, dass der Ladedruck obenrum ein bisschen abfällt. Ja. Also der, wir haben jetzt hier bei 3900 Umdrehungen. Ja. 150 Millibar Differenz etwa. Das ist ein bisschen viel. Okay. Heißt? Untenrum auch ein bisschen. Ich würde sagen, wir haben den jetzt aus, lassen den das nochmal lernen und gucken, ob der das selber hinkriegt. Ansonsten muss man da ein bisschen gucken, woran das liegt. Okay. Also warum der den da nicht, du hast da noch gar nichts geguckt auch, ne? Wir haben da letztes Mal schon, wir haben gar nichts geguckt. Ob er was verliert oder nicht. Ja, wir haben ja im Bereich Turbolader so ein bisschen Ruß gefunden. Wer weiß, ne, was da los ist. Aber ansonsten, Ansauglufttemperatur haben wir jetzt hier gerade mal 40 Grad, 41. Gut, ist jetzt auch nicht besonders warm. Ne? Ist alles Öltemperatur 75 Grad. Ja. Ne? Genau, aber das sieht erstmal alles okay aus, bis auf den Ladedruck. Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Okay. Zeigen kann, dass man es auch versteht. So, das sind jetzt die beiden letzten Messungen von dem Softwarestand, so wie es unverändert ist. Ne? Erste Messung hiervon ist hier, wo im oberen Drehzahlbereich, wo ich auch gesagt habe, zwischen 3 und 4000 passt der Druck nicht. Ne? Mhm. Und jetzt sieht man hier schon im ersten Lauf, ist es weniger und jetzt siehst du hier schon, wird der ein bisschen was adaptiert haben. Ja? Das ist das, wo der Ladedruck zusammenfällt. Und was wir jetzt machen? Machen jetzt nochmal Zündung aus und so weiter, alles, damit der quasi die gelernten Werte auch speichert, also die beim nächsten Mal auch anwendet. Starten wir das gleich nochmal und machen die Messung nochmal und es kann sein, dass der in dem Bereich dann wieder ein bisschen anders läuft. Ja, genau in dem Bereich, also im besten Fall schafft er es irgendwann, den Ladedruck so weit hoch zu adaptieren, dass wieder Soll- und Ist-Ladedruck passt. Ja. Ja, aber es kann ja auch sein, ist auch 500.000 fast, dass der Turbo nicht der beste irgendwas ist. Irgendwas wird da wahrscheinlich sein, aber dafür ist die Adaption. Ja, also, dass da solche Abweichungen, wenn da auch was vom Versteller oder so vielleicht mal ein bisschen klemmt oder undicht ist oder weiß der Teufel was, ne? Undicht ist ja wahrscheinlich irgendwas, sonst hätten wir keinen Ruß gesehen, dann kann er das lernen und auch die Vorsteuerung dann also korrigieren. Ja. Besser! Die letzte Messung ist die obere und du siehst auch, er hat auch in dem Bereich jetzt wieder so ein bisschen was rausgeholt. Aber ich denke, die Differenz wird immer noch da sein. Ja. Ja. Jetzt haben wir hier, siehst du es immer noch, also die rote Linie, ne? Das ist Soll, grün ist der Ist-Druck, sieht jetzt relativ groß aus. Ja, ist weniger geworden, aber ist immer noch zu groß. Also ich bin super zufrieden. Aber in, das ist in Serie ja, auch, das macht oder? Mit dir. Macht immer super Arbeit. Also ich bin echt gespannt. So, mir geht es nicht darum, dass dieses Auto jetzt eine Rakete sein soll. Mir geht es nur darum, was man hier sieht zum Beispiel, dass er, guck mal, davor hat er bei über 3000 Umdrehungen sein Maximaldrehmoment erreicht. Jetzt macht er das kurz nach 2000. Und das ist für mich wichtig, dass ich von unten rum Power habe. Ja, natürlich alles unten verlinkt. Am besten, wenn ihr euch interessiert, geht auf die Homepage, füllt das Kontaktformular mit euren Fahrzeugdaten auf, weil die versuchen wirklich alle anzurufen. Das ist unmöglich, das zu bewältigen. Geht nicht. Und nach diesem Video werden, glaube ich,
ein paar Anrufe mehr sein. Oder ja, Formulare. Ich hoffe es natürlich für dich. Sei dir auch gegönnt. Du machst auch einfach eine geile Arbeit. Wenn ihr denkt, ich krieg was von denen. Nein, ich krieg nichts von denen. Nein, nur geile Arbeit krieg ich von denen. Das, ja. Und deswegen, für den mache ich gerne Werbung, weil der Typ einfach geile Arbeit macht. Ich hole als erstes mal das Diagramm, weil das vergesse ich nämlich immer, dir mitzugeben. So. Mit dir, Dankeschön. Ja, gerne. Ich habe den noch nicht gedrückt. Ne? Also ich war jetzt echt so 50, knapp 60. Man merkt einfach, man braucht nicht mehr so viel Gas geben. Getriebetechnisch würde ich sagen, okay, ist immer noch gleich. Ich fahre 50 mit dem fünften Gang. Aber wenn ich jetzt von 1100 beschleunige, dann merkt man das. Endlich ist der Turbo da. Allein das reicht schon für mich. Ich bin natürlich gleich gespannt, auf der Landstraße sind, wie er so beschleunigt da, wenn wir mal ein bisschen mal Kniegas geben. Man drückt nicht mehr viel Gas, aber der hat Power. Und, ja, 3 Liter, man sieht ja den blauen Blei. Wenn ich jetzt so fahren würde, ja, 50, fünfte Gang, dann ist sogar weniger geworden, ey. Ja, also er zeigt sogar 2,5 Liter, sogar, ich glaube 2 Liter zeigt er sogar an. Wenn ich jetzt so fahren würde die ganze Zeit. Also ich bin zufrieden, wenn er genauso verbraucht wie vorher, ist auch okay. So, wir sind auf der Landstraße und geben jetzt einmal Kickdown. Da bin ich mal gespannt. 4. Gang hat der zwar, sogar 5. Machen aber jetzt einmal Kickdown und gib ihm. Wow. So muss das Ding raus. Also ehrlich, die 150 PS, Leute, sage ich euch, macht Software optimieren. 40 PS, 100 Newton, es macht Spaß. Also ehrlich. Und das mit Getriebespielung fand ich auch geil, sehr interessant, dass das was gebracht hat, auch die Wellen weg sind. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass am Turbo irgendwas nicht stimmt. Und das werden wir uns genau anschauen. Mit dir meint, es kann sein, dass du eine Fehlermeldung kriegst oder so, aber ich habe bis jetzt noch nichts bekommen. Alles ist super. Im Gegenteil, es ist sogar viel, viel besser. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mal liked, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann noch rein. Ciao. Bu kadar basitmiş mi?